Oh, das ist wirklich. Blauen Flecke. Oh. René's Emotion. Ich sehe Emotionen bei René. Oh nein, das heißt nichts Gutes. Vorhin hat man auch Emotionen. Ich sehe so viele Emotionen. Hey Leute! Was geht? Sonny eskaliert! Herzlich willkommen bei der Chaos Crew und zu einer weiteren Challenge. Und heute wähle ich die falsche Nerf Gun. Dazu haben wir hier schon zwei Nerf Guns. Wunderschön. Und eine dritte. Nicht ganz Nerf Gun. Was ist das hier bei Donny? Was ist das? Was ist das hier? Was? Schieß mich gerne mal damit ab. Da kam Lonnie raus. Okay. Die macht doch Geräusche. Die spricht mit uns. Denn bei dieser Nerf Gun, also es ist eigentlich kein richtiger Nerf Gun, da wird nämlich einfach nur ein Lolli reingesteckt, der dann bei rauskommt. Normalerweise, wenn man die abschießt, dann passiert einfach nur das. Und wir werden heute immer eine davon auswählen müssen. Und natürlich dann, wenn man die Augen offen hätte, dann wird man natürlich die nehmen. Das ist natürlich klar. Man will natürlich nicht damit abgeschossen werden. Denn wenn man eine von diesen hier auswählt, dann wird man halt davon abgeschossen. Ist halt nicht ganz so cool. Deswegen werden wir immer der Reihe nach die Augenbinde aufhaben und versuchen, irgendwie herauszufinden, wo die Lolligan ist. Ja. Und natürlich, wir mischen den nochmal durch. Genau. So, sicherheitshalber. Mhm. Genau. Eva ist hinter der Kamera und Eva wird dann zwischendurch immer so ein bisschen darauf achten, dass das immer so ein bisschen gemischt ist. Das heißt, eine Person wird immer zusehen und die andere Person muss halt die Augen zu haben. Genau. Aber wer die Augen zu hat, das erfahren wir durch eine Runde. Schnick, schnack, schnuck. Yes! Schere. Ich habe mich diesmal nicht lumpen lassen. Ich habe mir gedacht, ich nehme einfach mal Schere. Er hat sich nicht lumpen lassen. Ich dachte, du machst wieder Stein. Er hat sich nicht Papier. Lumpen lassen. Aber egal. Mhm. Ich mache schon mal meine Augen zu. Okay. Okay. Gut. Dann werden wir mal hier mischen, ne? Genau. Wir mischen nochmal einfach. Also, Lolli ist jetzt 30% Wahrscheinlichkeit oder 33%. 33,3%. Ich hoffe einfach, dass ich entweder Lolli kriege oder die große Nerf Gun. Weil die kleine, das denkt man gar nicht, aber die kleine, die macht viel mehr Schaden. Die tut echt richtig weh. Also, die hat. Unsinn! Doch! Hör auf, hier zu leiden. So sehr weh tun du dir auch nicht. Natürlich tut die weh. Ach, Unsinn. Ja, Eva, du spielst nicht mit. Nee, an deiner Stelle ist das gleich so. Ich gleich so heute, ja, die tut ja gar nicht weh. Ich bin nicht zur Kamera gemeldet. So. Ja, das vollkommen. Yeah. Witzig. Ja. Witzig. Okay, wir haben einmal ordentlich durchgemischt. René, du hast jetzt die Qual der Wahl, was du nimmst. Ja. So, links, Mitte oder rechts? Ihr seid wahrscheinlich so lustig und packt die direkt vor meine Nase. Deswegen sage ich einfach, ich nehme die, die wahrscheinlich hier liegt. Also von mir aus links. Von dir aus links. Also die ganz links, ja. Die ganz links. Okay. Okay, gut. Die Frage dann ist jetzt, wer betätigt was? Ich würde sagen, ich betätige die mal. Wir können es auch abwechseln. Okay, alles klar. Nächstes Mal, wenn René dran ist, darfst du. Oh, das finde ich gut. Ja. Aber diesmal nicht. Nein. Das letzte Mal, als du eine Nerf Gun in der Hand hattest, ist das an meinen Kopf gegangen. Eva wird die ganze Zeit schießen. Oh, okay, sorry. Okay. Na gut. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich nehme das mal hoch und du darfst die Augenbinde absetzen. Nee, ach so, du behältst sie auch. Man hat die Augenbinde immer noch auf. Das heißt, ich weiß jetzt noch gar nicht, was kommt. Funktioniert nicht. Hier, laden wir die mal vernünftig. Okay. Du musst so abdrücken. dann würde ich sagen, dann. Es tut mir leid. Dann bin ich da ja nochmal gut von weggekommen. Ladehemmung bei der Nerven. Ladehemmung, komm. Eva, du hättest einfach nur besser zudrücken müssen. So, nochmal. 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 Weil das ist eigentlich der Reflex, wenn man die Augenbinde ab hat, sofort irgendwie zusammenzucken. Tut mir leid, Alles gut. Fail-Runde. Eine Fail-Runde. So. Ja, dann müssen wir jetzt die einmal nachladen. Und dann ist Donny jetzt dran. Du bist so ein schönes Einhorn. Dankeschön. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen mischen. René, du darfst mein Assistent sein, du darfst mischen. Okay. Ich habe jetzt von mir gedacht, so, du darfst mein Assistent sein, du darfst schießen. Das nein, du darfst mischen. Okay. So, Donny, die sind gemischt für dich. Hä? Immer noch? René braucht eine extra gemischt. Extra gemischt, okay. Extra. Das heißt dann jetzt, dann ist sie extra schwer zu erraten. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass du entweder die wirklich vor meiner Nase hingesetzt hast, so wie du es gerade gedacht hast, dass man so sagt, oh, du hast ja vor deiner Nase, wieso hast du nicht gewählt? Oder ihr wählt die komplett nach links, also ja, von uns aus links, dass sie so weit weg von mir ist wie möglich. Und deshalb entscheide ich mich für die Mitte. Für die Mitte hat er sich entschieden. Ja. Okay. Dann nehmen wir die doch mal hoch. Oh, ich höre das schon. Das sieht aus wie. Yes! Mann! Wieso? Yes!
gekommen. Yes. Da hab ich uns so sehr gefreut, dass du... Oh, ich habe mich schon gefreut, entweder die hier oder ich habe mich noch mehr gefreut auf die hier. Mm. Ja. Yes. Und dann sagt so, er auf einmal... Darfst du den Lolli einmal abziehen? Dankeschön. Ein Punkt für mich, oder? Dann sagt er auf einmal Mitte. Und damit geht die Führung an... Donny! Donny Lolli Machine! Dass ich verliere, ist in Ordnung. Aber das, was ich gerade hören musste, das macht es noch viel schlimmer. René stirbt einfach innerlich. Ich feiere das einfach nur. So, und jetzt geht's gleich wieder ans. So, dann misch mal. Donny Lolli, dann misch mal schön. Man kann auch einfach gar nichts raushören. Man weiß natürlich, die Lolli Gun, die ist die leichteste, aber... Mhm. Aber alle machen gleiche Geräusche. Ja, vor allem jetzt geht ja wirklich dieses Psychospiel los. Mhm. Das ist eigentlich fast wie Schere, Stein, Papier, ne? Ein bisschen. So ähnlich. Ja, tatsächlich. Ein bisschen. Ja. Ich würde sagen... So. Ihr habt nochmal die Mitte genommen. Nochmal? Also nochmal. Die Lolli Gun ist nochmal in der Mitte, deswegen nehme ich auch die Mitte. Ja, okay. Mhm. Gut. Zeig hier nochmal eine Übersicht. Donny, lässt du die wohl mal liegen? Was denn? Finger weg. Okay. Finger weg. Die Lolli Gun bleibt da, wo sie ist. Hoffentlich in der Mitte. Ah! Das ist wirklich... Das gibt einen blauen Fleck. Das gibt einen blauen Fleck. Also es geht natürlich... Das war natürlich auch die... die Kleine wieder. Bitte einfach nur dieser Song. I love you. Ach, das sagt... Oh, I love you. Genau, das sagt I love you. Deswegen, da steht ja sogar... Ja, da steht sogar das drauf. Wir haben extra die pinke, die besonders... Süße genommen. Die besonders süß ist. Okay. Ich glaube, es gibt aber auch pinke Nerf Guns übrigens. Die Nerf Gun, ja, leider unsere nicht. Leider, unsere sind auch nicht besonders süß. Dann wird jetzt wieder ein bisschen gemischt. Good. Okay, dann mischt mal eine Runde. Es wird doch gemischt und nicht hingelegt, oder? Ja, gemischt. Natürlich wird hier gemischt. Es ist alles das Gleiche. Es macht keinen großen Unterschied. Okay, wir haben gemischt. Nummer 1. Und Nummer 2. Und zum Finale Nummer 3. Okay, also jetzt wird es mega schwer. Wofür wird er sich entscheiden? Weil, ich meine, vorhin, wir hatten ja schon ein paar Möglichkeiten da. Und wir hatten ja schon die Lolli Gun schon überall mal liegen gehabt. Deshalb, jetzt habe ich echt keine Ahnung. Aber ich glaube, die liegt genau vor mir. Also ich würde ganz rechts nehmen. Die Lolli Gun. Mhm. René ist Emotion. Ich sag nicht, was das für Emotionen sind, aber sie sind auf jeden Fall schön zu sehen. Ich sag erstmal noch gar nichts. Okay, warte. Was passiert denn hier los? Nein! Wenn du jetzt nochmal, ich habe die natürlich ganz frech wieder in die Mitte gelegt, wenn du jetzt nochmal Mitte gesagt hättest, ich wäre einfach ausgestanden und gegangen. Oh, Mann. Das war jetzt ein ganz wichtiges Ding. Vor allem mein Hals getroffen. Hab ich nicht. Nein, hab ich definitiv nicht. Ich schieße nicht auf den Hals. Okay, Leute, so. Okay. Es steht immer noch 1-0 für mich. Damit kann ich noch leben. Aber die nächste Runde, die entscheidet, ob es einen Ausgleich gibt oder es weitergeht. Also, ich möchte ja euch ja nicht beeinflussen, aber legt die ruhig einfach wieder in die Mitte, die Lolli Gun. Und jetzt hat René wieder Nummer mal... Nummer 1. Die Qual der Nummer 2. Oder Nummer 3. Wofür wird sich René entscheiden? Also, direkt vor ihm die Mitte oder vor Donny? Also, ich glaube eher nicht, dass ihr die jetzt wirklich in die Mitte gelegt habt. Aber falls das wirklich so ist, dann will ich euch nicht die Genugtuung geben, dass ihr da wirklich in der Mitte liegt. Deswegen sage ich Mitte. Ich sehe Emotionen auf einer Seite und ich sehe Angst auf der anderen Seite. Das ist ganz viel Angst gerade. Mann! Genau, wieder kein Punkt. Das war zu offensichtlich, dass ich dann auch sage, Mitte. Ja, genau. Was ein hervorragendes Video. Aber geht so. Eigentlich kein Lolli und ganz viele Schüsse. Ihr denkt einfach viel zu viel. Ihr denkt viel zu viel. Um die Ecke. Ja. Schon fertig gemischt? Okay, ich habe gedacht, das geht jetzt ein bisschen schneller. okay. Schon fertig? Ich dachte, das geht schneller. Ich dachte, es dauert Oh, es ist heute länger. Ganz schön warm. Ich dachte heute wird noch wärmer. Nice. Okay, also, was nehme ich denn? Ich habe vorhin einmal die Mitte dann von mir genommen und jetzt wähle ich, ich mache es kurz und knapp, Leute, ich mache es kurz und knapp, weil ich so risky bin und so crazy und so. Einhorn. Ich nehme ganz links. Ganz links von dir oder von mir? Da, ganz links von mir. Ah, das hier. Ich sehe Emotionen bei René. Oh nein, das heißt nichts Gutes. Vorhin hat ich sehe so viele Emotionen. Okay, ich nehme es.
Er ist bereit. Ich bin bereit. Yes! Mann! Yes! Das ist so. Yes, 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 yes! Es gibt einen Lolli für dich! Yes! Zweite Runde! Das ist echt ein Scherz, das ist echt ein Scherz. So. Hast du... So, Leute, zwei Runden. Oh, ich wähle ganz links. Ich wähle ganz links. Mann! René geht. René verlässt das Spiel. Ich will einen Lolli. Also, ich muss sagen, das Spiel gefällt mir echt. Mir gefällt das nicht. Ich muss jetzt nochmal durch. Es wird gemischt. Und jetzt vielleicht dauert es heute gar nicht mehr so lange, das Mischen. Ja, nicht so lange wie gerade. Ja. Gut, es liegt eine direkt vor René. Mhm. Es liegt eine in der Mitte und eine vor Donny. Welche darf es sein? Ich hätte gerne einmal wieder die Mitte. Die Mitte? Das werde ich wieder falsch sein. Oh je, oh je, oh je. Ich zeige euch einmal Donny, wie er sehr viel Mitleid hat. Ah, yes! Mann, was ist das hier für ein Spiel? Wieso, ist doch cool, macht doch Spaß. Tut hier, oder? Mir macht total Spaß. Vor allem, ich glaube, für die Person, die schießen darf, jetzt ist es am wenigsten. Nein, das ist nicht wahr. Doch. Ich empfinde das alles nicht. Ja, du fühlst mit uns. Ich fühle absolut mit euch. Und am liebsten hätte ich auch dieses Einhorn-Ding auf. Ja, das glaube ich. Das ist das Traurigste, dass ich das nicht aufmachen darf. Okay, wir haben gemischt. Puh, okay. Wie wird er sich entscheiden? Das unser Großmeister in diesem Spiel. Er besteht hauptsächlich aus Mütze, Einhornmaske und Bart. Keine Telepathie. Telepathie ist schon. Nein! Er schummelt! Er muss disqualifiziert werden! Ja. Disqualifikation wegen Einsatz von Telepathie! Das hat mir nicht gesagt, für Telepathie gibt es 100 Nerfgun-Schüsse. Was? Ja, genau. Telepathie ist hier verboten. Ich wollte gerade ausreden, ob es funktioniert. Und ich fühle etwas. Donny war nämlich auch mal Telepath. So, ich fühle nämlich, dass René so witzig war und legt mir die Lolligun direkt vor die Nase. Ich nehme es vor mir. René ist gerade sehr am Feiern. Nein, okay. René feiert gerade richtig. Dann muss ich hier kurz... dahin soll ich? Dahin? Nein, nicht dahin. Nicht. Also. Das ist doch... Yes! Wow, Telepathie hat funktioniert! Yes! Drei Punkte. Leute, so läuft das hier. Mann! René ist fertig mit den Nerven. Ich bin fertig mit allem hier. Und zum Glück gleich auch mit der Challenge. Was ist denn das hier? Richtig gut. Telepathie hat funktioniert. Danke, dass du mir kurz die Nachricht weitergeleitet hast, als ich kurz in meine Hand bei dir auf dem Kopf hatte. Hat dir sehr geholfen. Bitte. Und jetzt habe ich drei Punkte, Leute. Nicht nochmal. Hab ich nicht freiwillig gemacht. Habe ich nicht zugestimmt. Okay. So, René, deine letzte Chance. Deine letzte. Du darfst es nochmal. Ich will zumindest mit einem Lolli nach Hause gehen. Okay. So. Boah, jetzt habe ich keine Ahnung. Ich glaube, ich mache jetzt wirklich ganz willkürlich einfach. Soll ich dir mit Telepathie aushelfen? Nein. Soll ich dir nicht sagen? Nein, ich spiele ehrenhaft und schummle nicht. Keine Telepathie. Ich sage, ich glaube, das wird ganz schön blöd sein, aber ich sage nochmal die Mitte. Die ist es. Da jetzt glaube ich ja ganz fest daran. Okay. Ja! Ja! Lolli! Da ist er! Da ist der Lolli! Ich hab so gemacht, René. Die ganze Zeit ich so Telepathie an dich. Danke, ja. Es ist auch angekommen. Danke. Eigentlich habe ich gesagt, nimm links. Immerhin. Die Lolli-Ehre, die ist die zumindest da. Die Lolli-Ehre ist gerettet. Nun ist die Frage, wird Donny seine Serie fortsetzen? Werde ich hier... Vier aus fünf? Vier Lollis? Das wäre schon ganz schön gierig. Also, wir wollen auch noch Lollis haben. Okay, wir haben gemischt. Okay, ihr habt gemischt. So. Jetzt ist die Frage, wo ist es? Also ich hatte, glaube ich, ich habe ja drei Lollis, das muss ich ja nicht nochmal sagen. Und ich glaube, die drei Lollis habe ich aus jeder Partie, aus jedem Dings bekommen. Und da ich ja sehr gut in meinen Auswahlmöglichkeiten... Ja, komm, okay, gut. Darfst du
aus. Dann wird das okay. Roman erzählen. Genau. Ihr kennt ja alle meine Fähigkeiten. Und ich wähle einfach die goldene Mitte. In Ordnung. In Ordnung. Was macht René? Macht er irgendwelche Faxen? Nein. Okay. René macht gar nichts. Mm. Yes! Das ist echt... Woo! Ich liebe diese Schiene. Ganz ehrlich, das ist doch echt... Das ist, hier geht's nicht mit rechten Dingen zu. Keine Lust mehr. Ich nehme jetzt meinen Lolli. Tschüss, ich gehe nach Hause. Hey, komm schon. Komm schon. Nein. Also, von der... Da sitzt er mit Lolli und Nerfgun. Ja. Der große also, Sieger heute. Das ist hier mein Donny, ich will das auch mal gegen dich spielen. Ja, können wir gerne machen. Wir spielen das aber auch nochmal. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr das sehen möchtet. So dann darf René tatsächlich hinter die Kamera. Genau. So und sehen Sieger aus. So mit, sehen Sieger aus. So sehen Sieger aus. Ein Moment, ein Moment, ein Moment. So sehen Sieger aus. So sehen Sieger aus. Schalalala. Mit nice. Vier Lollis und einer Nerfgun. Herzlichen Glückwunsch, Donny. Ein bisschen Mitleid an René. Es war wirklich nicht... Es ja. war nicht schön. Schade, dass er den einen Lolli noch erwischt hat. Ich hätte ihm keinen gewünscht. Ihr seid so unfair und nett zueinander. Es ist unfassbar. Ja. Also ja. Leute, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann... Genau. Natürlich eine Glocke aktivieren, ein Abo dalassen, nee, ein Like dalassen, einmal abonnieren und natürlich eine Ding, eine Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, bis dann, Leute. Tschüss und wir gucken mal, was mit René passiert. Erst René! Weg. Leiser.